Jo, was geht? Hier ist Einmilka12 und zwar, ich werde ein kurzes Informationsvideo machen wegen meinem PC. Der, was meinen Livestream anschaut oder zumindest verfolgt, hat sicher mal mitgekriegt, dass ich meinen Gaming-PC verkaufe. Und da möchte ich dir jetzt ein paar Informationen darüber geben, was er hat, was er kann, was er tut. Und ja, also. Ich lade mir gerade Remastered, aber 22 Minuten noch, dann kann ich Singleplayer hoffentlich spielen. Warum zeige ich euch jetzt den da? Das war da der, was zum Verkaufen war. Der da. Das ist der gleiche wie der da, nur ist der in Rot. Und ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, was er alles kann. Also, ich habe dann Intel i5 4670. Kernprozessor mit 3,4 GHz. Motherboard hat dann Asus Stack Maximus V1 oder VI Hero. Arbeitsspeicher hat er 8 GB. Er hat Windows 7 kaust, aber brauchst ein Update machen auf Windows 10. Der was das mag, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein, ob ich das machen soll, ob ich Windows 10 installieren soll. Oder nicht, das ist dann euch überlassen, mir ist das dann egal, weil neu aufsetzen muss ihn sowieso. Es gibt, also Gehäuse ist das NZXT Phantom Gehäuse, kostet ungefähr 105 Euro, das schwarze. Und ja, was ich noch sagen wollte ist, und zwar, ein Problem habe ich noch, mir ist die Grafikkarten eingegangen, wer das vielleicht mitgekriegt hat. Und ich habe jetzt in den alten, also in den, was ich jetzt verkaufe, habe ich so billige Grafikkarten um, ich glaube, 40 oder 50 Euro drin. Die werde ich mir erhalten, das heißt, es ist keine Grafikkarte drinnen. Das Problem ist, wir werden trotzdem verkaufen, also Problem ist es eigentlich keins, aber ich werde den trotzdem verkaufen. Schreib es einfach in die Kommentare unten ein. Ob ihr auch Grafikkarten drinnen haben wollt oder nicht. Schreibt dann, ihr könnt es dann ruhig dazu schreiben, welche. Ich baue es euch ein auch und installiere alles und die ganzen Treiber und das alles. Das ist alles kein Problem. Nur wird es halt auch dann der Preis sein, was die Grafikkarten kostet, klarerweise da dann auch teurer dann auch. Was ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, ist, wie viel er kosten wird, also ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte für den 440 Euro nach Hause. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich hängen geblieben. Genau, wegen die Versandkosten. Das sind bitte selber zum Zahlen. Das ist ziemlich wichtig, weil wenn der nach Deutschland ungefähr geliefert wird, muss ich 30 Euro Versandkosten zahlen. Das ist richtig teuer. Und das ist richtig scheiße, ehrlich gesagt. Das fuckt mich so an. Aber na, ich schätze mal, dass die 30 Euro nicht so da ist nicht so tragisch werden sein. Aber das einmal vorweg. Was hat dann da drinnen? Eine Wasserkühlung hat er dann noch drinnen. Ziemlich nicht so schlecht, muss ich ja sagen. Und ja, zum Streamen geht auch ohne Probleme. Also in HD streamen ohne Problem. Als Infinite Warfare, was dann rauskommt, was EW, weiß ich nicht, ob er es da bockt. Ich habe auch Black Ops 3 nicht drauf gespielt. Ich weiß es nicht, ob er den da bockt, keinen Plan, aber ja, es müssen jetzt dann so ausprobieren. Also Modern Warfare 3 ist ohne Probleme gegangen. So wie die restlichen Call of Duty. Battlefield 3 habe ich auch gespielt und Battlefield 4 drauf. Also schätze ich mal, müsste es normalerweise auch funktionieren. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich war es das dann von dem weg, von meinem Gaming-PC. Also wie gesagt, er wird 440 Euro kosten. Wenn er Grafikkarten eingebaut werden sollte, wird es dann einfach der Preis, was die Grafikkarten kostet, draufgeschlagen. Das ist dann irgendein Betrag, keine Ahnung.
Mal schauen, vielleicht kriege ich meine alte Grafikkarten zum Gehen, wo sie normalerweise schon hof. Und sonst werde ich die einbauen oder die alte drin lassen. Ich weiß es noch nicht genau, aber schreib es in die Kommentare unten rein. Würde mich freuen. Und ja, von meiner Seite war es das. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen. Wie gesagt, streamen werde ich jetzt dann auch wieder nächste Woche Montag. Als Remastered Call of Duty. Und ja, von meiner Seite war es das. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Mika 12. Peace.